Hallo zusammen, Meier 3007 hier und herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking. Ich habe mit der lieben Christinchen ein Tauschpaket gemacht. Kanal verlinke ich unten in der Infobox und auch ihr Unpacking wird unten verlinkt, wenn es online ist. Wir wollten einfach mal ein Tauschpaket machen. Hab mich sehr gefreut, dass du mitgemacht hast bei dem Spaß. Dankeschön. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, was hier in dem schönen Paket alles kommt. Wir haben ja das Thema Herbst ausgesucht, aber ich muss zugeben, ich habe nicht wirklich viel gefunden an Herbstdekoration. Zwei selbstgemachte Herbstsachen habe ich hier reingelegt und ein bisschen was, was auch noch zur Jahreszeit passt. Ich will jetzt hier nicht zu viel verraten. Und jetzt freue ich mich eben sehr darauf, mein Paket zu öffnen. Schauen wir mal rein. Dann haben wir hier zwei eingepackte Sachen. Das lege ich mal auf Seite. Aber da hängt was dazwischen drin. So, jetzt. Hier zwei eingepackte Sachen, die mache ich am Schluss auf. Und, oh, da sehe ich ja schon viele schöne Sachen. Ein schönes dicker Herbstblatt als Deko. Tee und nochmals Tee. Moment. Ich sammle mal kurz den Tee auf und dann zeige ich ihn euch. Yummy! Was haben wir hier alles? Wildapfel-Zimt. Habe ich noch nie probiert, bin ich gespannt drauf. Feige-Zimt habe ich auch noch nie probiert. Türkischer Apfel. Oh ja, der geht ja bei mir immer. Danke dir. Und zwar einige Beutel davon. Haben wir nochmal Wildapfel-Zimt. Wilder Holunder. Ich hoffe, ihr könnt bei dem Licht überhaupt was gut erkennen. Ah, oh, lecker! Mein Lieblingstee, der mediterrane Pfirsich. Den lieb ich ja heiß und innig, diesen Tee. Der ist sowas von lecker. Danke dir. Nochmal. Brasilianische Limette. Das hört sich ja auch sehr gut an. Dankeschön. Und nochmal wilder Holunder. Das ist ja cool. Ein kleiner Igel. Der ist ja süß, der Kleine. Danke dir. Das ist eine ganz tolle Deko. Die kommt auf jeden Fall irgendwo mit in mein Bücherregal. Vielen lieben Dank. Haben wir hier noch einen Deko-Kürbis? Schokolade, lecker. Rittersport, die gebrannte Mango. Auch sehr, sehr gut. Passt perfekt. Danke dir. Ich bin ja eine Naschkatze vom Dienst. Ach, da habe ich ja jetzt wieder viel zu genießen. Dann noch ein paar Trolli-Gummibärchen. Halloween. Perfekt. Ach, du hast so viele tolle Herbstsachen. Und ich habe fast gar nichts im Herbst gefunden. Naja, aber vielen lieben Dank dir. Sowas mag ich ja auch immer wieder sehr gerne. Was ist das jetzt hier? Eine Lichterkette mit Kürbissen. Hier. Und die bekommt auch irgendwo einen schönen Platz. Das ist sogar batteriebetrieben. Das ist ja sehr praktisch. Irgendwo finde ich da einen schönen Platz und drapiere mir die hin. Danke dir. Ich kann den mal probieren. Moment. Das ist sehr cool. Vielen lieben Dank. Die ist schön. So. Dann haben wir hier noch einige Nüsse drin. Kastanien und Erdnüsse. Erdnüsse sind auch immer gut. Dankeschön. Ein super tolles Paket bis jetzt. Und jetzt haben wir ja noch zwei eingepackte Dinger. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was kommt. Diese beiden Teile hier. Fangen wir mal mit dem hier an. Und mal schauen, was da jetzt kommt.
fühlt sich nach einem Taschentuch eventuell an. Ich habe ja auch alles in meinem Taschpaket eingepackt, aber wenn man Pakete packen muss, das ist ja auch so eine Sache. Ui, es ist ein Krimi. Nackerbatsch mit Todesfolge, ein Augsburg-Krimi. Ach, da war ich ja schon lange mal neugierig drauf. Vielen, vielen lieben Dank dir. Es hat sich so gut angehört, ich bin sehr, sehr gespannt. Eine Kriminalkommissarin aus Hamburg lässt sich nach Augsburg versetzen. Das kann ja witzig werden. Da freue ich mich extrem. Vielen lieben Dank dir. Dann haben wir hier noch. Sind irgendwie Sprüche oder Gedichte oder irgend sowas? Freu dich des Lebens und pfeif auf die Sorgen. Sehr schön gemacht, danke. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen, was das genau ist. Danke dir. Und dann haben wir hier, was ist das? Nochmal, ist das irgendwie ein Taschenbuch oder was? Keine Ahnung. Und aufgehen würde, wäre es noch schöner. Ich bin sehr neugierig, was da jetzt kommt. Was ist das? Escape Room. Der Schatten der Raben. Ein Escape-Krimi zum Aufschneiden. Das hört sich ja auch cool an. Das ist ja eine geniale Idee. Bin sehr gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall mal näher anschauen. Ich habe ja schon viel zum Thema Escape Room gehört, aber noch nie was gemacht oder gesehen davon. Ganz herzlichen Dank, das ist ganz cool. Das Paket ist leer und ich kann nur sagen, danke und danke und Dankeschön. Ein super, super tolles Paket. Und ich hoffe, dir gefällt mein Paket auch, das ich dir zusammengestellt habe. Ganz, ganz toll. Wie gesagt, der Kanal von Christinchen ist unten in der Infobox verlinkt. Und schaut auf jeden Fall auch ihr Unpacking an. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Maya 3007.